1973 im Schwarzwald. Ein Mädchen auf dem Heimweg von der Schule. Ein Mann, der die 10-Jährige in sein Auto lockt. Und der an dem Kind ein abscheuliches Verbrechen begeht. Auch Eduard Zimmermann hat in seiner Sendung Aktenzeichen XY ungelöst im Dezember 1973 nach dem Täter gesucht. Und ich glaube, es wäre nicht verkehrt, wenn Sie ausnahmsweise. Ralf Döbele ist Experte für Aktenzeichen XY ungelöst. Für ihn war dieser Fall in mehrfacher Hinsicht außergewöhnlich. Der Fall mit dem Mädchen aus Schönwald ist für mich einer der schockierendsten überhaupt in der Geschichte von Aktenzeichen XY. Ungewöhnlich ist auch, dass Eduard Zimmermann eine ganz besondere Vorbeugeabsicht mit diesem Fall verband, denn er hatte in der Sendung selbst eine besondere Bitte an die Zuschauer. Ich glaube, es wäre nicht verkehrt, wenn Sie ausnahmsweise in den nächsten 10 Minuten auch Ihre Kinder zuschauen lassen würden. Der Fall beginnt an einem Sommertag in der Schwarzwaldstadt Triberg. Genauer, in der Grundschule am Rande der Gemeinde. Der 3. Juli 1973 ist der 10. Geburtstag der kleinen Roswitha. Der Name wurde aus Opferschutzgründen geändert. Roswitha darf an diesem Tag etwas vorzeitig von der Schule nach Hause gehen. Wir sind hier in Triberg im Schwarzwald, genauer am Marktplatz. Von hier aus nahm Roswitha am 3. Juli 1973 den Postbus. Sie durfte die Schule etwas früher verlassen. So erwischte sie auch noch einen Bus früher um 11.57 Uhr und fuhr dann von hier aus in ihren Heimatort Schönwald. 25 Minuten später ist Roswitha in ihrem Heimatdorf angekommen. Nun hat sie noch einen Fußweg von 1,5 Kilometern vor sich. Aber das ist für diese Gegend nicht besonders weit. Gerade im Schwarzwald mit seinen vielen, weit verstreuten Einzelgehöften sind die Kinder an lange Schulwege gewöhnt. Auf ihrem Weg hat Roswitha dann auch Ausschau gehalten nach Autofahrern, die sie vielleicht kennt, die sie vielleicht ein Stück hätte mitnehmen können. Leider hat an diesem Tag der falsche Mann angehalten. Hast du weit? Willst du ein Stück mitfahren? Ich weiß nicht. Wo wohnst du denn? Wo willst du denn hin? Da vorne, hinter dem Skilift. Neben der Straße ist unser Haus. Na, dann steig schon ein. Ich habe auch ein Gutzle für dich. Roswitha steigt nichtsahnend in das Auto des nur scheinbar so freundlichen Unbekannten. Und so entwickelt sich ihr Geburtstag schon bald zu einer schrecklichen Fahrt ins Ungewisse. In diesem Waldstück, in einem entlegenen Teil des Schwarzwaldes, greift der Täter die 10-Jährige brutal an. Hier, 2 Kilometer hinter Schönwald, Richtung Furtwang, bog der Mann mit Roswitha schließlich in diesen Waldweg ab. Spätestens da wurde dem Mädchen klar, dass der Mann nichts Gutes im Schilde führte. Dort versucht der Mann, das Kind in seinem Auto zu missbrauchen. In ihrer Panik gelingt es Roswitha allerdings, aus dem Wagen zu flüchten und in den Wald zu laufen. Der Täter nahm die Verfolgung auf, nahm sich einen Holzknüppel, verfolgte das Mädchen bis tief in den Wald hinein und schlug schließlich mehrfach auf Roswitha ein. Sie verlor das Bewusstsein, der Täter hielt sie wahrscheinlich für tot und begann, die Leiche unter Erde und Reisig zu verstecken. Doch dabei wird der Täter gestört. Sein Auto versperrt einer Frau, die den Waldweg als Abkürzung benutzen will, die Durchfahrt. Die Frau stieg aus, ging in den Wald hinein und sah auch den Mann. Hallo! Wissen Sie, wo der Fahrer von dem Wagen da vorne ist? Nein! Die Frau beharrte nicht darauf, sie hatte ein ungutes Gefühl bei dem Mann, also fuhr sie den Weg wieder zurück, von dem sie gekommen war. Der Täter lässt das Mädchen anschließend im Wald zurück. Nachdem Roswitha dort etwa 5 Stunden bewusstlos gelegen hat, erwacht sie und befreit sich aus dem Gestrüpp. Sie schafft es schließlich, sich durch den Wald zum nächsten Haus zu schleppen. Roswitha hat das Verbrechen nur knapp mit schweren Verletzungen überlebt. Die wichtigste Zeugin bei diesem Sexualverbrechen ist für die Landespolizeidirektion Freiburg die Autofahrerin, der Wagen des Täters den Weg versperrt hat. Später gab die Frau der Polizei eine Täterbeschreibung, auf der basierend dann das Phantombild angefertigt wurde. Erstmals gezeigt wird dieses Phantombild 5 Monate nach der Tat in der Aktenzeichen XY Ungelöst-Sendung vom 14. Dezember 1973. Die Polizei hat da noch keine heiße Spur. Nun versucht also auch Fernsehfahnder Eduard Zimmermann, den Täter zu finden. So etwa soll der Mann ausgesehen haben. Er war zwischen 30 und 40 Jahre alt, hatte volles, dunkles Haar, das vorne etwas aufgestellt und nach hinten gekämmt war.
Am Tattag trug er eine lange dunkle Hose und ein helles, kurzärmeliges Hemd. Die Polizei sucht diesen unbekannten Mann nicht nur wegen des Mordversuchs an dem kleinen Mädchen aus Schönwald besonders dringend. Kriminalhauptmeister Baumgartner von der Landespolizeidirektion Freiburg hat auch allen Grund zu der Befürchtung, dass das nächste Opfer nicht so glimpflich davonkommt. Ja, leider. Aber wir haben, so glaube ich, eine recht gute Chance, den Unbekannten heute zu ermitteln. Die Polizei hält es für möglich, dass es sich bei dem Täter um einen Außendienstmitarbeiter handelt, der an diesem Tag im Schwarzwald zwischen Triberg und Furtwangen unterwegs war. Er fuhr ein Auto mit Freiburger Kennzeichen. Möglicherweise handelt es sich dabei nicht um seinen privaten Wagen, sondern um ein Firmenfahrzeug. Auf dem Rücksitz des Wagens soll ein Werkzeugkasten gestanden haben. In der XY-Sendung gesucht werden auch Roswithas Schulranzen, eine Plastiktüte und Steckwürfel aus dem Mathematikunterricht, die sie bei sich trug. Alle Gegenstände hat der Täter nach dem Verbrechen mitgenommen. Nach dem schweren Sexualdelikt in diesem Waldgebiet zwischen Schönwald und Furtwangen setzt die Kripo alles daran, den Täter zu ermitteln. 20 Millionen Menschen sehen den Fall bei XY. Und einer davon gibt der Polizei einen wertvollen Hinweis. Durch den Beitrag in Aktenzeichen XY erinnerte sich ein Gastwirt aus der Umgebung an einen Mann, und zwar an einen Kundendienstmonteur für Kühlanlagen. Dieser Mann hatte tatsächlich am Tattag seine Kühlkammer kontrolliert, gewartet, und die Beschreibung passte auch zur Täterbeschreibung. Der identische Hinweisgeber hatte allerdings bereits nach einer Zeitungsveröffentlichung zu dem Fall einen anderen Mann irrtümlich des Verbrechens bezichtigt, weil auch der dem Phantombild ähnelte. Die Polizei nimmt den Anrufer deshalb zunächst nicht ernst. Ein Fehler, wie sich wenige Tage später herausstellt. Denn der zweite Tipp des Gastwirts trifft ins Schwarze. Und Eduard Zimmermann kann in der XY-Sendung vom Januar 1974 bekannt geben, dass das Verbrechen aufgeklärt wurde. Wenige Tage nach der Sendung gelang es aufgrund eines Zuschauerhinweises, den unbekannten Mann zu finden. Er war an jenem Tag als Kundendienstmonteur im Schwarzwald unterwegs gewesen. Anfang Januar wurde er in Freiburg festgenommen. Inzwischen hat er ein Geständnis abgelegt. Mitte 1974 folgt dann die juristische Aufarbeitung des Verbrechens, das sich in diesem Waldgebiet ereignete. Die Anklage lautet auf versuchten Totschlag. Der Mann wurde schließlich von dem Schwurgericht in Konstanz zu weniger als 5 Jahren Haft verurteilt. Ich muss sagen, mir persönlich ist es etwas unverständlich, dass er nicht des versuchten Mordes angeklagt wurde, vor allem wenn man die Gesamtumstände dieses Falls betrachtet. Das Opfer wurde durch die Tat schwer traumatisiert. Auch deshalb haderten viele Menschen in der Region mit der milden Strafe für den Täter.